Da sind wir wieder. Ihr habt ein paar Tage warten müssen. Starker Cold Opener. Das gefällt mir richtig gut. Ihr habt warten müssen und dann, was war dann? Was geschah dann? Da sind wir wieder hier. Ja, wir sind ja einfach auch richtig gut. Also wir haben ja einfach dieses Tales of the Picks oder wie das hieß. Ich weiß immer nicht, wie es heißt. Of Iron. Tales of Iron haben wir souverän beendet. Und jetzt sind wir schon wieder hier, weil wir gesagt haben, diese Erfolgsgeschichte muss natürlich weitergehen mit einem anderen Titel. Wir haben lange überlegt, wir haben wirklich die Spielearchive dieser Welt durchkämmt, kann man ja sagen. Und dann ist die Entscheidung auf ein Spiel gefallen, das wir beide tatsächlich vor geraumer Zeit, als das Spiel rauskam, beziehungsweise du, als es rauskam, oder sogar noch, als es Early Access war, ich ein bisschen später, durchaus ordentlich gesuchtet haben, dann lange Zeit, also seitdem auch nicht mehr gespielt haben. Und seitdem hat sich viel getan. Es sind DLCs rausgekommen, es sind Patches rausgekommen. Aber wir sind uns einig, es ist ein Spiel, das eigentlich fantastisch ist und sich wirklich anbietet, hier das Joypad hin und her zu reichen. Ja, oder zu schmeißen, je nachdem. Die Rede ist nämlich von einem, glaube ich, der allergrößten Indie-Hits der letzten Jahre. Das kann man, glaube ich, sagen. Dead Cells. Falls ihr es nicht schon in der Videobeschreibung gelesen habt, hört es jetzt zum ersten Mal. Ja, ja, wir wollen Dead Cells mal wieder spielen, weil es hat sich super viel getan. Wir sind beide ein bisschen raus, haben es aber genau in dieser Erinnerung. Ich habe das auch in Erinnerung, das hat geflutscht, das hat Spaß gemacht. Es war, weil es durch diese Roguelite-Mechaniken, das werdet ihr auch sehen, das werden wir häufiger immer wieder mal feststellen, mit diesen leicht zufallsgenerierten Levels und so ein paar Möglichkeiten, dass das Spiel vielleicht mal ein bisschen leichter ist, so fand ich zumindest. Und ich dachte, geil, die Sachen, die ich in meinem jetzigen Durchlauf bekomme, die sind cool. Und die ich im nächsten Durchlauf bekomme, oh, die sind vielleicht nicht so dolle. Man muss aber immer mit dem umgehen, was man eben bekommt in so einem Roguelite. Und zwischen, yo, super geil und ich habe die Schnauze gestrichen voll und möchte alles kaputt schlagen, waren manchmal bei mir nur so, so ein, zwei Durchläufe lagen dazwischen. Nein, nee, finde ich schon. Könnte schon ein bisschen, ne? Ist schon. Oh, das war der Bombenboy. Aber das sind ja eigentlich, das sind die Momente. Wir wissen, wenn wir was bei Trials Tales of Iron gelernt haben, dann ist ja, dass du auf der letzten Rille dein A-Game spielst. So sieht's aus. Dann, wo andere schon verzweifelt aufgeben und moralisch abgeschaltet haben, ich zum Beispiel, dafür dann kennt man mich. Du auf. Dafür kennt man mich. Der oh, ein optionaler Elite-Krieger. Also, das überlegt man sich natürlich jetzt, ne? Ui, ui. Jetzt nicht mehr, weil jetzt musst du. Du hast nur noch einen Treffer. Uah. Sensationell. Das, ui, ist, das ist genau das, wovon ich rede. Super. Das ist exakt, Ede, das ist das, wofür du gepresst bist. Ja, Ede ist fast tot. Ja, aber nur fast. Der andere ist toter. Oh. Ist das ein Zwischenboss? Weiß nicht, was das ist. Weil das war so ein komisches Icon. Ja. Was ist das? Ein Zwischenboss. Sicher? Ja, oder ein Elite-Krieger. Oh, okay, zwei. Der macht Doppelpfeile. Sehr gut. Hau ihn einfach. Hau ihn. Oh! Ich sag's dir doch. Ich werde dich jetzt nur noch. Das werde ich im ganzen Leben jetzt bei dir anwenden. Jetzt hör auf, du lobst mich sonst nie. Das ist doch, aber ich glaube, das Problem ist, dass ich's. Weißt du, ich habe dich immer beurteilt wie jeden normalen Mensch. Das ist natürlich ein Fehler. Nein, wenn es dir gut geht. Wenn du entspannt jetzt, bist. Ganz kurz, wir haben die Rankenruhen jetzt. Wir können jetzt die Kletterranken ja, super. Schon nutzen. Ich habe das Gefühl, es gab es sonst immer viel später. Aber offensichtlich ist das schon. Jetzt kann man nämlich hier. Du bist nämlich kein normaler Mensch. Du bist dann gut, wenn du am Boden liegst. Nein, es ist wirklich so. Wenn du Hunger hast, dann kann man dich. Dann kriegt man dein A-Game. Ja. Wenn du keinen Bock hast, dann kriegt man dein A-Game. Wenn du mal sagst, ey, ich habe nur scheiß Klamotten im Schrank, dann bist du gut. Dann werde ich, genau. Ja, dann und so werde ich dich behandeln. Ich habe dich einfach immer wie andere Menschen, die einfach mit Respekt Verstärkung und ja, du hast mich mit Respekt und Liebe dumm, wie konnte behandelt. Ich das jetzt und das erst war erkennen. Einfach der Fehler, ja. Ja, ich muss einmal Dead Cells mit dir spielen und sehe, ich weiß, was du brauchst. Aber du willst doch den Gegner nicht überleben lassen. Denk an die Orbs. Das ist wirklich Devil's Advocate. Ja, ja, ich meine, das ist doch hier. Das er kann das, du er nicht. Er kann das, ja, ja, ja. Aber das ist mein Tod jetzt hier. Nein, ach Quatsch. Er kann dir nur was, nur die Orbs, sonst hat er keinen nichts. Nichts, was dir gefährlich werden kann. Wisst ihr mal. Und da gab es doch direkt eine Orb, oder? Du hast 29 Stück. Du kannst quasi das halbe Spiel gleich schon leer kaufen. Wir sind ja stehen geblieben, mitten im Spiel quasi, weil der Colin einfach nicht sterben will. Das muss man einfach so sagen. Wir sind jetzt zwischen den Leveln.
Und können jetzt erstmal wieder schön upgraden alles. Und ja, dann wartet, wenn ich mich recht erinnere, aber da will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen, der erste Boss auf uns. Aber ich sag mal so, du bist jetzt schon killermäßig ausgestattet. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn du den nicht schaffst. Aber es kann eben auch ganz schnell alles vorbei sein. Ist denn hier was drunter? Nee, ne? Schwer zu sagen. Das ist der Tod. Aber das, nee. So billig kriegt ihr mich nicht. Nee, ich glaube, so ist das nicht aufgebaut, das Spiel, oder? Mhm. Erinnerst du dich daran an so Stellen, dass man da wirklich so mit... Ich meine, da gibt es durchaus mal... Wir haben wirklich sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ist ja auch okay. Du meinst, weil ich einfach mal lieber einfach die Gegner zu erniedrigen, indem ich nicht mal meine Aufmerksamkeit über ein gewisses Maß, so wie du, einfach nur, du bist wie ein Captain Tango-Mann, der gut den Tango kann. Tango-Mann, der gut den Tango kann, das ist genau, das, da sehe ich mich. Ja. Du lässt halt, wie im echten Leben, gerne Leute für dich arbeiten. Ja, du hast schon recht. Das ist aber mit minimaler Investition maximalen Ertrag. Ja. Gut, damit kann ich mich auch wiederum identifizieren. Wer mag das nicht? Ich wollte es gerade sagen. Effizienz ist aber ja auch eine Tugend. Das stimmt. Ach, es ist herrlich, dir zuzugucken. Du bist richtig gut. Ja, warte mal ab. Das ist gleich doch, da oben. Hör auf, mich zu loben. Da oben ist ein Ding. Wo? Da oben, hoch. Da. Oh, da ist ein Ding. Und was für eins? Du hast ja vollkommen recht. 2000 HP, meine Fresse. Du kannst es durchspielen, das Spiel. Vielleicht spielen wir es heute durch. Da, Bogen. Ah, ja, der Kerl da oben, den darf man noch nicht vergessen. Spring doch einmal. Ja, okay. Willst du einfach nur mich sterben sehen? Ne? Ich will, dass du einen Sprungschuss mit dem Bogen machst, dann wären diese drei Viecher da weg gewesen. Ja, guck mal, ich fühle mich jetzt aber auch ein bisschen ich habe keine große Angst gerade, keine Sorge. Weißt du warum? Weil ich weiß, dass auch noch eine schöne, fette Hähnchenkeule auf mich wartet. Weil ich bei dir bin. Auch. Was ist das denn? Ist das der größte Level aller Zeiten? Also, was haben wir noch nicht? Da geht's nicht her. Ich hab's nicht gesagt, um dich zu triggern. Da geht's nicht her. Ich weiß, dass du das hast. Aber ich hasse es auch, dass du es weißt. So. Hier ist jetzt aber offiziell auch... Da unten links geht's rein. Ja, da geht's rein, aber... Da kann ich doch nicht reinfallen. Oder? So. Ein Double Jump. Oh, ey. Du weißt, dass das Spiel gleich vorbei sein könnte, ne? Was? Willst du, soll ich da jetzt reinspringen? Ja, na klar. Nein! Ich würde da reinspringen. Weil du glaubst, vielleicht ist es auch nur ein Effekt da unten und da ist nichts. Und das siehst doch, dass da was ist. Alter, du willst mich da jetzt echt reintreiben, ja? Also ich soll jetzt runterfallen, nach links drücken und mit dem Double Jump da rein. Ja, du musst springen, damit du den Double Jump aktivieren kannst. Wenn du einfach nur fällst, weiß ich nicht, ob das geht. Du musst einmal jetzt. Das ist eine sehr gute Frage. Springst du über diesen Vorsprung und dann springst du dann nochmal da rein. Ist doch kein Thema. Ey, du bist ein Arschprinz! Ich will doch auch nicht. Du willst doch nur sehen, dass ich jetzt sterbe! Nein, ich will nicht, dass du stirbst. Ich will wirklich nicht, dass du stirbst. Ich will, dass du den Boss killst. Aber ich will auch. Ist nichts! Das ist. Das haben sie nicht zu Ende programmiert bei ihrem Zufallsbaukasten. Okay, ich mach das jetzt, ja? Ich bin mir sicher, dass da was ist. Boah, ich. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob der Run beendet ist, wenn du in den Abgrund fällst. Ich glaube nämlich, dass du dann mit weniger Energie wieder da spawnst. Meinst du? Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Lege ich nicht meine Hand für ins Feuer. Oh, ich habe so Angst jetzt davor. Weil irgendwie es muss einen Grund geben, dass es so weit nach rechts geht. Da bin ich bei dir. Aber es ist halt. Aber es ist auch one for the team. Wir müssen es ja einmal rausfinden. Okay, also. Und wir wissen nicht mal, weil wir nicht drauf geachtet haben, ob ich im Fall einen Double-Sprung machen kann. Oder wirklich nur, wie du gesagt hast, wenn ich einmal schon gesprungen bin. Und das können wir auch nicht ausprobieren, weil hier nur. Können wir das ausprobieren irgendwo safe? Da. Ja. Ey, das ist mir jetzt wert. Es tut mir leid. Das wäre mir jetzt zu besch. Also, ich, nee. Also, wenn daran jetzt. Hier kannst du es doch schon testen. Stimmt. Ja, aber da muss ich, ja doch. Aber ich weiß nicht, ob das hier... Ja, einfach da runter jetzt, die Kante runter. Geht, ne? Einen Sprung konnte ich machen gerade. Ja. Ja gut, einer ist klar. Aber es geht ja um den... Ich konnte keine zwei machen, ich brauche eine sicherere Stelle, die war hier. So, hier runter. Pass auf. Ne, es geht nur einen. Also, einen Sprung gibt... Insofern kann ich mich, müsste es ja aber irgendwie aufs Gleiche rauskommen, ne? Wahrscheinlich, ob ich mich fallen lasse. Oh, Alter, du zwingst mich hier, wirklich. Du trickst mich hier in Joypad-Übergabe, wo ich echt, da ist noch eine fette Hähnchenkeule. Ich bin so gut ausgestattet. Wir stehen vor dem Bossgegner.
Wir müssen nur noch dahin teleportieren. Und du willst jetzt das hier Argumente gegen mich. Also ich. Und das ist auch nur so ein Hüpfer. Ja, mal da unten gucken, was da ist. Man sieht nichts. Also ich komme nicht tiefer. Auf der Karte ist nichts eingezeichnet. Es ist einfach ausgegraut. Doch, da ist was. Da ist sogar wahrscheinlich ein Vorsprung. Los jetzt. Okay, also, ich lass mich jetzt fallen. Drück direkt nach links. Du willst ganz links an die Wand? Ja, okay, ich mach's jetzt einfach. Ah, huch, okay. Ah, du hast ein Schild bekommen. Nee, was? Nee, ich bin zurück. Okay. Ja, easy. Okay, alles easy. War ganz easy. Guck! Hätte man das echt nicht so ein Drama machen müssen. Entwurf. Ja, der Betäubungsgranate. Gut! So. Alter Verwalter. Ja, Mut wird belohnt in diesem Spiel. Oh, das war eine schwere Geburt. Aber ja, du hast recht gehabt. Ich gebe es zu. Und er ist auch. Aber ich hatte nicht mehr das Gefühl dafür, weißt du, wie weit er nach links. Ah, ist egal. Ich habe Angst gehabt, wollte meine Schäfchen ins Trockene bringen und der Mut. Holt jetzt die Fleischkeule. Wo ist die Keule? Und dann ja. Boss aufs Maul hauen. Nähren? Nee, der ist der Nächste. Und dann zum Boss, genau. Ich bin stolz. Nee. Ach so, ja, ich wartete ehrlich gesagt auf Preisungen deinerseits. Ja, nee, kann ich aber wirklich ganz. Ehrlich sagen, ich bin stolz. Was du hier aus diesem Run bislang rausholst, ist alle Ehren wert. Also, ist die Guck mal, 5 plus. Plus. Warte. 700 ja. Damage. Keine weiteren Fragen, wird gekauft. Keine Farbe, höchste Stufe, 40% Schaden gegen ein brennendes Ziel, 70% Schaden gegen ein betäubtes Ziel. Schießt ein Pfeil aufwärts. Das ist die beste Peitsche, die man für Geld besser kann. Kann man nicht mehr peitschen. Jetzt musst du nur noch überleben. Ja, wegfraggen. Och, Colin, du bist aber auch wirklich ein Weicher. Ja, Alter, du weißt doch, wie es ist. Du musst doch den einfach nur weghauen. Ja, aber ein Treffer, ich bin weg. Das ist alles für die Katze. Ja, aber wenn du ihn tötest, kann er dich doch nicht treffen. Aber wenn der eine Fernattacken macht. Guck mal, wie schnell die sterben. Ey, du glaubst, es ist leicht. Ich sage nicht, es ist leicht. Ich sage, es ist schwerer, wenn du defensiv spielst. Du bist auch so ein Zögerwilli. Ich weiß Nein. Doch, ich will hier nicht rauskommen. Bevor du irgendwas kaufst oder so, überprüfst du auch erstmal 200 Mal, ob es das nicht irgendwo nochmal für 10 Cent günstiger gibt. Das ist korrekt, aber das dann werden nochmal alle Zeitschriften bemüht und der Vergleich gemacht und so. Du bist kein sehr impulsiver Typ. Nee, nicht wenn es um Käufe geht, da hast du recht. Aber du weißt doch, wer spontan kauft, kauft dumm. Hier geht's doch auch, es geht mir doch um Folgendes. Wir wissen doch beide nicht, was hinter dieser Tür ist. Ja, aber das. Jetzt kommen wir da mit einem Leben raus. Nein, jetzt geh doch da. Und dann sind wir sofort tot. Deswegen säubern wir erstmal ein bisschen hier. Tot. Natürlich, du weißt doch, wie schnell es gehen kann hier. Wir wollen doch wissen, was in der Tür ist. Wir wollen nicht, dass du jetzt gehen wir rein. Jetzt habe ich das Gefühl hier, ich kann das Zelt aufschlagen. Nein, ich bin fast aus Versehen gerade mit der Tischkante. So. Guck mal, nur geile Scheiße. Die Kristallhöhle ist hier nämlich einfach nur. Ist einfach nur Belohnung. Krass. Hier, warte. Die Bärenfalle 6 bis L. Wenn du die nicht nimmst, haben wir Streit. Aber wir müssen, guck mal, links. Erhöht haben wir deine Bewegungsgeschwindigkeit nach dem Töten. Die Falle verbreitet brennbares Öl zusammen mit dem Ding. Wirf die scheiß Eisgranate jetzt. Wir müssen wissen, was mit der Eisgranate ist. Oh, warte, die Eisgranate. Opfer frieren, Gegner. Nee. Bullshit. Was ist das da links? Wurfmesser, keine Farbe, Schüsse explodieren und erzeugen eine Giftwolke. Oh, das ist 40%. Das ist auch gut. Ey, das ist halt eine Fernattacke. Verursacht Blutung. Oh, das ist alles gute Scheiße. Aber wenn du möchtest, nehme ich jetzt mal die Bärenfalle. Also, geh noch mal zur Bärenfalle. Dann nehme ich für dich hier nämlich, weil da unten diese Klingending. Zeig doch mal ganz links die Wurfmesser. Die sind natürlich auch. Die sind super. Aber die Wurfmesser sind natürlich eine Standardwaffe. Das heißt Fackel ohne oder Wurfmesser. Und das andere ist, als könnte ich jetzt gegen diesen. Nimm die stationär, nimm die Bärenfalle mal. Wir nehmen jetzt die Bärenfalle. Du wirst es nicht bereuen. Ich habe die immer sehr gerne genommen. So. Okay, schöner Raum hier, hat mir gefallen. Danke. Das sind Räume, in die ich gerne gehe. Merken wir uns. Hä? Ne, hier war doch noch so ein. Hier. Nee, du kannst dich doch. Ein Seil. Hier ging es noch her. Warte, ich brauche dringend das Pad. Bitte? Du brauchst das Pad? Ich brauche das Pad. Wo willst du die? Also, sag mir. Ich wollte hier einfach runterspringen. Da auf diese Plattform. Ja, aber das hast du halt. Da hast du doch den ganzen Bereich entdeckt dann plötzlich. Verstehst das sollen wir probieren. Weil du glaubst, das überlebe ich. Du springst. Ja, es gibt ja kein Falling Damage.
Okay, für alle, die nicht sehen können, was wir vorhaben. Okay, wir machen's, wir machen's. Ich glaube, einfach nur, um's auszuprobieren. Ja, aber sag mir doch einfach was dagegen. Ich glaube einfach, dass es nicht. Letztes Mal lag ich schon falsch, deswegen bin ich bei dir. Also da einfach runter. Genau. Ich soll hier runterspringen, um einmal in den anderen Bereich wieder zu kommen. Ja, und dann haben wir alles hier aufgedeckt. In deinem Fall. Hä? Ja, das habe ich nämlich fast gedacht, das ist aber nicht Teil der Map. Okay, das ist aber auch komplett unlogisch. Ja, dass da jetzt ein Level, ist, dass da eine Levelgrenze ist. Ja, da hast du recht, das ist nicht logisch. Ey, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ey, ich komme gerade nicht klar. Es ist mir gerade ein bisschen zu viel, wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte meine Schäfchen jetzt ins Trocknen bringen. Und ich habe das Gefühl. Nee. Der kann nix. Kill ihn einfach. Von ihm. Du standst hinter ihm und bist nach vorne. Das kommt mir nicht so. Das gibt's doch nicht. Eine komplette Folge. Wir waren zu gierig. Nee. Im unbekannten Terrain. Nee, wir waren nicht zu gierig. Du hast dich von der Panik leiten lassen. Ja, aber die Stelle war aber auch scheiße. Mann. Diese Mischung aus Geschick plus Gegnern. Du bist an die Zähne bewaffnet und hüpfst immer um die rum wie so ein. Ich bin an die Grenzen des Machbaren. Nein. Und noch du musst einfach kompletten hinaus. Damage-Output in den reinballern, dann lebt der keine zwei Sekunden. Ja, der, aber doch die Typen davor. Die Schlangenschwänze. Die haben auch, mich die halten nur gemacht. Drei Schläge aus. Ja, aber die sind doch flankiert von den Rotationsexen. Die haben doch. Die halten doch nur drei Schläge aus, aber du hüpfst an allem vorbei und dann akkumulieren sich doch die Gegner. Nein. Das war weit mehr, als du, als du glaubst, gesehen zu haben. Ich bin anderer Meinung. Oh, wie unbefriedigend. Jetzt musst du spielen und ich bin sauer. It's alright. It's really alright. This is a matter like the flow. Dead Cells, now we play on the go. We have fun and you have it too. Lass doch mal ein Abo da. Ah, herzlich willkommen. Sup. Wer ist das jetzt? Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht. Mützenboy. Ich bin im Winter. Ich bin ja, wie du vielleicht weißt. Ich bin auch im Winter. Du bist auch im Winter. Wir sind beide im Winter, das ist schon mal gut. Aber ich bin ein Mensch, der extrem keinen Bock auf Kälte hat. Ich hasse Frieren. Und ich bin mir nicht zu schade, auch in Innenräumen Mützen zu tragen, wenn sie kalt sind. Ja. Du meinst, wenn die Innenräume kalt sind? Ja, du hast ja natürlich den Luxus, dass du einfach deine Haare umklappen kannst. Immer diese Tür, die du da vorne hast, so. Muss mal gelüftet werden ab und zu. Ja, ja. Ich habe da auch kein Problem mit. Viele Leute fragen sich, was befindet sich auf der linken Stirnhälfte von Colin Gable? Wir werden es nie rausfinden. Nee. Und das Interesse, dankenswerterweise, wir erinnern uns, vor vielen Ausgaben hast du ja mal aufgerufen zum Internet-Mob. Collins Frisur soll schöner werden, Aktionstag. Schön, also momentan bin ich sehr zufrieden. Bist du zufrieden? Ich bin selber nicht zufrieden. Doch, aber gerade an der Seite, das durchgestuft, ja. Das ist schön flach. Weil du hast ja das auch so wie bei mir, du hast ja auch die Wirbel so, dass wenn du länger nicht zum Friseur gehst, dann würdest du so ein Pilztopf, dann würdest du so wie so ein Helm, den man abziehen kann. Aber jetzt gerade so, ist okay. Ja, ich habe das Gefühl, heute wird's gut und dann bin ich immer wieder enttäuscht und dann gewöhne ich mich dran und dann ist wieder vergessen und dann denkt man, beim nächsten Mal wird alles besser und dann. So ist dieser endlose Kreis des Leidens. Circle of Life. Aber was heißt dieser Totenkopf jetzt? Dass du, glaube ich, einen Gegner töten musst. Das war ja mit diesen Flüchen. Ich denke mal. Sonst, also ein Treffer und du bist tot, das kennen wir. Aber du weißt ja, du kannst ja die gute alte Stampfattacke machen. Du kannst natürlich auch Irgendwas. Das glaube ich jetzt nicht. Das gilt jetzt nicht. Nein, das gilt nicht. Lass mich spielen. Nein, spiel, bitte. Das war ja als auch komm. Aber du hast aber auch wirklich, anstatt einfach. Ich wollte direkt die neue Waffe benutzen. Aber das macht man so ein Showcase machst du doch nicht, wenn du auf der Rasierklinge tanzt. Das machst du, wenn du einen festen Boden unter den Füßen hast. Dann sagst du, ich mach jetzt mal die Pirouette. Wenn es aufgegangen wäre, wäre es schön gewesen. Jetzt, ja, aber ehrlich gesagt, es war schon ein bisschen dumm. Und es ist erst unser fünfter Tod in der dritten Folge. Sehr schön.
Mann, das war mal wieder so eine typische Eddie-Aktion. Ja. Ey, manchmal. Also manchmal kann ich mir selber nicht glauben, was ich mache. Ja, das war nicht so gut. Ich habe das öfter. So Ausfälle. Das ist, stimmt. Ja, ich weiß. Boah, diese Eierwerfer, ne? Die sind schon richtige Pockenäumel. Pockenäumel? pass auf, ich glaube, es ist nämlich wie folgt. Es ist so, dass ich nur eine gewisse Zeit außerhalb dieser Lichtkegel sein kann, sonst verliere ich Energie. Das heißt, du musst so ein bisschen. Oh, das ist doch. Was ist das denn jetzt für ein Angebot? Du musst ja nicht annehmen. Nee, mache ich auch nicht. Oh. Ja. Ich weiß, muss mal darauf achten, ob mir irgendwann die Lebensenergie ausgeht. Mhm. Boah, ich mach's aber erstmal. Nee, ich muss jetzt erstmal kurz mich sammeln. Und ihr sammelt euch auch zum Beispiel Inspiration für die nächste Investition. Angeregt durch einen Superspot. Nur einen, versprochen. Ich hab nichts gemacht. Was ist? Was ist passiert? Wieso bist du tot? Ich hab nichts gemacht. Du bist tot. Du bist gestorben, Colin. Wahrscheinlich war das dieses Licht nicht. Ich bin tot. Vielleicht hat das Licht auch gar nicht. Vielleicht waren das keine Lichter. Ich bin in der Werbung gestorben. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Ich sah nur plötzlich den schwarzen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der dümmste Moment, um Pause zu machen. Es ist nicht klug gewesen. Ich geh jetzt auf den Pott und du spielst weiter. So, der Papa ist dran. Das gibt's doch nicht. Das ist ja wirklich selten dämlich. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Sowas darf nicht passieren. Was? Gibt es in der Geschichte von Rocket Beans eine unrühmlichere. Also, nochmal fürs Protokoll. Ich weiß ja nicht, was du machst. Ich habe eine Decke mitgebracht. Aber du hast ja schon eine. Die wurde mir freundlicherweise ausgehändigt. Aber nochmal fürs Protokoll, ja? Wir haben in der letzten Folge mit dem Run eben begonnen. Haben jetzt die halbe Folge für diesen Run genutzt, um weiterzuspielen. Hm. Waren Richtung Endgame unterwegs. Hm. Dann machen wir eine Pause. Hm. Und ohne irgendetwas zu tun, es gibt nicht mal ein Video. Ja, aber du hast doch selber gesagt. Ja. Man muss in den Lichtern stehen. Ich dachte, ich sei im Licht. Ja, aber das geht wahrscheinlich. Die Kommentare werden jetzt geflutet von Leuten, die sagen, ich habe vor der Pause gewusst, was passiert. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur Pause drücken müssen. Also es ist so ein Anti-Höhepunkt, weißt du, es ist wirklich, ich dachte, du siehst nicht mal das Scheitern. Du hast gar nicht Pause gedrückt. Nein, weil ich so sicher war. Also so sicher war ich nicht, ich habe einfach gedacht, ich sei sicher. Ja, ich muss mich aber auch entschuldigen, bei dir und bei allen Zuschauern da draußen. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Was? Ich habe den Fehler gemacht, ich habe einfach so gespielt, wie ich es für richtig halte. Und ich habe vergessen, dass es natürlich es gibt den offiziellen Roguelite-Kodex. Ja, und der sagt, spiel schnell und risikoreich. Ja? Ja, das ist dumm. Es war dumm von mir, zu glauben, ich würde mit ein bisschen, ich denke mal drüber nach und bin mal ein bisschen. Also, ich finde das gut, weil mir ist das auch aufgefallen. Ja, ich weiß, zu Recht. Deswegen werde ich ab jetzt einfach, ich werde jetzt Entscheidungen schnell treffen, ja, ins Risiko gehen. Wenn ich sterbe, ist ja egal, dann fangen wir wieder bei Null an. So. Hauptsache vorwärts. Tut mir wirklich leid für allen, die mich zu Recht darauf hingewiesen haben, endlich kommt, dass ein Videospiel nicht zum persönlichen Spaß da ist, sondern nach einem knallharten Kodex gespielt werden muss. Ja, so, hier, was machst du da? Du musst nach vorne. Ich muss. Nicht, nee, was ist das für ein Zögern? Ah, okay, komm, rein da, rein hier, rein. Ich verstehe, was du vorhast. Rein, komm hier rein, rein. Ich verstehe, was du vorhast. Ja, nein, gar nicht, gar nicht. Du willst jetzt hier direkt am Ich will einfach jetzt Schirmer-Action sehen. No risk, no fun. Du willst jetzt am grünen Tisch hier mich in den Tod stürzen. Nein, das hat mit dir gar nichts zu tun. Ja, du bist jetzt zufälligerweise nur der Erste, der am Bett ist. Ich fänd's cool, wenn du einfach die Schnauze hältst. Weiter. Oh, shit. Was ist da oben? Ah ja, Fleisch nehme ich noch nicht. Ne? Oh! Hey. Oh! Ja? Was ist denn hier für komische Eierscheiße? Morbkrabben. Was sind denn hier für Sachen, ey? Nein, das ist gut. Du machst das alles richtig, richtig gut. Hatten wir ja schon mal, bei meinem, als ich hier in dem Bereich war, aber das ist lange her. Da hast du auch über diese komischen Würmer gemacht. Ja, habe ich, aber egal. Bevor sie dich stressen, sind sie ja schon. Was sind das für Samurai? Ja, hat mir auch die Blocken, zum Beispiel Fernschüsse gerne. Ich erinnere mich. Junge, ey, hier geht's direkt ab. Ich bin überhaupt nicht angekommen. Das stimmt. Kann ich direkt nehmen hier. Ja. Ich würde dich gerne mal so eine Wirtschaftssimulation spielen, so einen Fußballmanager oder so. Ja. Also nach einem Jahr ist dann Spieltag 2 oder so. Ja, das stimmt. Strategiespiele sind auch dafür bekannt, dass die schnellen Entscheidungen die besten sind. Naja, manchmal muss man auch einfach mal nach Gefühl gehen. Ja, man kann nicht immer alles ausrechnen, alle Eventualitäten.
Nee. Doch. Also du meinst, ich komme von der... Ja. Da jetzt soll ich hochkommen. Ja, du bist doch da auch hingesprungen. Ja, aber das ist doch höher. Wieso kommst du denn? Was? Stimmt, du hast recht gehabt. Weißt du, was mich ein bisschen irritiert? Dass du entgegen der Erfahrung, die ich in wie lange kennen wir uns, 20 Jahre, in diesem Spiel relativ häufig recht hast. Vielleicht musst du die anderen, die 20 Jahre einfach noch mal Revue passieren lassen und wirst feststellen, da hätte ich auch schon oft selten. Ja, das glaube ich nicht. Ja. Dafür bin ich überraschend gut durchs Leben gekommen. Ja, die letzten 20 Jahre. Überleg mal, wo du sein könntest, wenn du noch mehr auf mich gehört hättest. Oh ja, kleiner Arsch. Noch damals, als ich gesagt habe, verfolgt die Karriere als Musiker. Das wäre schön, ne? Ja, fürs Telefonat, meine Sekretärin macht einen Termin aus. Stark. Ach, das ist eine Leiter. Also wieder mal eher ein vertikaler Level. Okay. Als ob du gewusst hättest, dass da unten nicht vielleicht eine Pergamentrolle oder irgendwie hätte man sehen können. Aber du hast es trotzdem nicht gewusst. Du wolltest jetzt nur so smart. Das liebe ich ja, wenn man selber einen Fehler macht und dann versucht, den Fehler jemand anderem zuzurechnen, der dafür überhaupt nichts kann. Ich mag das auch nicht. Ich kenne dieses Problem weniger. Weil ich keine Fehler mache. Okay, in diesem Fall war es nicht hier oben. Das ist eigentlich das Gegenteil von einem Speedrun. Als ob. Ein Longrun nennt man es. Und du bist gerade Zeuge eines Longruns. Eines krassen Longruns, bei dem es unfassbar ärgerlich wäre, jetzt zu sterben. Ja, und da ist der Counter wieder auf Null. Ja, die Waffe ist aber auch richtig scheiße zum Starten. Die ist so lahm und macht beim zweiten Mal einfach nur ein Schuss. Also es ist schon wieder nicht gut gelaufen. Eigentlich ist es ja dein Run. Nee, ist gut. Was, weil er nicht gut läuft, oder? Nee, weil die Waffen, hätte ich das vorher gewusst, dass da so scheiß Waffen liegen, hätte ich die... Ach so! Ja, sorry. Ja. Das hätte ich dir natürlich sagen können, aber ich hab's leider auch nicht gewusst. Was sagst du jetzt? Ja. Oh, nicht zu gierig werden. Denk dran, du bist gleich tot. Was machst du? Oh Gott, ja gut, das Huhn. Alter. Alter. Nicht, bitte. Nicht von... Bitte, hol dir das Fleisch um und ruht. Entspann dich, Huhn. Entspann dich. What the fuck? Flucht in die Todeszone. Ich will einfach nur echt. Noch, ich will einfach nur noch weg. Diese Wichser, ey. So. Alter Verwalter. Sehr gut. Okay. Es ist wunderbar und schön. Hi, Colin und ich freuen uns. Tatsächlich, wir haben eben noch geredet. Wir sind beide heiß. Es ist eine Woche vergangen, seitdem wir hier gesessen haben. Und ich habe mich heute schon darauf eingerichtet, dass ich heute Co-Pilot bin. Nach meinem letzten langen, sehr ergiebigen Run. Könnte es sein, dass das heute der Run wird, wo du das Spiel durchspielst? Dead Cells. Los geht's. Blindes Vertrauen in der Parieren. Lila, hier hast du lila Sachen auf jeden Fall. Wollen wir die Krähen? Doch, der ist ja am Boden. Der läuft über den Boden. Diese Krähenfüße sind. Also ja, aber nur wenn du rollst, ne? Genau, ich roll doch wie ein. Ich bin doch immer rollig. So, pass mal auf jetzt. Ja, schöne Altherrenwitz. Ja, komm. Wenn niemand machen darf, ja wohl ich hier. Ja. Als Dienstältester. Mal Dienstgesichtsältester. Ich habe gerade überhaupt keinen Bock hier weiterzumachen. Guck mal, wie viel wir von dem Level aufgedeckt haben. Boah. Ja, du schaffst das ja easy. Ey, das ist doch scheiße. Es war so ein schöner Tag bis jetzt. Oh, wie kommt man denn da hoch? Colin, was machst du denn? Ach, ich kann doch mal teleporten. Aber ich hab keinen Bock mehr. Heil dich. Jetzt hör mal auf. Ey, das ist doch scheiße. Ich geb dir gleich eine Ohrfeige, wenn du dich nicht zusammenreißt. Aber das ist doch richtig. Also du musst wirklich doch zugeben, dass das totale Scheiße ist jetzt hier. Was soll die Scheiße denn? Das ist ja unglaublich. Ey, guck dir das, ich geh mit leerem Bierfass auf die Party, die noch nicht mal begonnen hat. Jetzt ist aber alles selbstverschuldet, weil du hier was denn, nur Quatsch machst. Überhaupt nicht. Aber nie wieder neues Gebiet, ey. Nie wieder. Nur altbewährtes. Das ist ja toll, dass du... Ey, hab ich jetzt schon keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, guck mal, die Moral ist ja komplett zerstört bei dir. Ja, die Moral von der Geschichte ist... Schieß doch mal mit einem Raketenwerfer vielleicht. Was, ist der schon tot? Nein, guck mal, wie viele Raketen ich schießen muss.
Ja, aber du musst nicht mal in die Nähe von dem. Ja, aber das, ach, das hilft doch nicht. Jetzt kommt wieder Johnny Schnapsglas gleich aus dem Nichts. Ja, guck mal, wie du räumst das ganze Level mit dem Ding leer. Nee. Was? Du kannst mich noch nicht überzeugen. Du kannst natürlich auch mit deinem goldenen Schwert wieder ganz nah an die Explosionsfässer gehen. Ja, weil ich Eis habe. Ja, mach. Ey, das ist doch scheiße. Ich sag jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, es war in der Geschichte der dummen Ideen eine der dümmsten. Sag ich jetzt. Ist aber gut, jetzt pass ich auch auf. So, geh kaputt. Habe ich eigentlich selber davon Schaden? Nee, ne? Das wäre noch schöner. Ey, die sind ganz übel, weil die richtig viel Energie haben. Nee, die sind richtig gut, wenn man die mit einem Schwert im Nahkampf macht, habe ich gehört. Manchmal hat man das Gefühl, du glaubst, dass du Munition hast, weshalb du so. Ja. Du immer nur, ey, schieß mal einmal und guck, ob die sterben, anstatt einfach 6-mal zu drücken und. Ja, aber du musst doch zugeben, dass das eine ganz, also eine völlig unkonventionelle Spielweise. Hier komme ich natürlich nicht runter. Dann muss ich da doch hoch durch die. Ah, diese Fallfässer, die sind das Schlimmste. Wenn ich einen Raketenwerfer hätte mit unendlich Munition, dann würde ich da aber alles voll spammen. Ach Gott, ich vertue mich jetzt auch noch, was die Griffe an. Okay. Oh mein Gott. Ich bin komplett raus. Ich bin komplett. Du, da hast jetzt Redeverbot. Nur noch ich darf reden. Ja, okay, okay. Du musst dich jetzt konzentrieren. Schieß den zurück. Dann kannst du ja nicht mehr, ist ja kein Schwert. Die kann man, glaube ich, auch wegeisen, ja. Ey, hier kommt gleich wieder so ein Fassmann im Hintergrund. Schieß doch! Anstatt einfach hinzulaufen, lass doch das Fass zuerst reinlaufen. Ich verstehe. Du willst einfach nur in den Raum schießen. Ja, natürlich! Ja, aber ich würde einfach alle 5 Meter schießen. Ja, okay. Ja, ist eine. Aber ist doch keine coole Taktik. Ja. Nee, die coole Taktik siehst du gleich, wenn du tot bist. Wenn ich gleich tot bist, die Fassbrennerei ansteuerst. Was ist das denn? Aber die werden wenigstens verlangsamt. Wie viele Fässer sind denn da noch? Genau so gehst du jetzt durchs Level. Man kann ja anders spielen, aber dafür braucht man Fiol! Das stimmt. Ey, ich glaube wirklich, ich habe vergessen, wie. Ein dummer Treffer und du bist mehr oder weniger fertig. Ja. Jetzt muss irgendwo Fleisch sein. Puh, okay. Da unten ist ein Pergament, das ist schon mal geil. Aber da unten sind auch. Stacheln? Ja, bestimmt. Fledermaus, Achtung. Achtung von links! Oh Gott. Ey! Freeze ihn doch! Das ist so gut, in welche Richtung du teilweise schießt! Weil das Ding wie so ein Rückenpolster ist! Oh Mann! Schluss, Aussendung! Schluss! Freeze! Fuck! Zuerst! Freeze! Fuck! Yeah, yeah, yeah. Oh. So, das war fast. Wir waren fast vom letzten Boss, ehe sich Colin entschieden hat, plötzlich all seinen Skill abzugeben. Und wir hatten eine fantastische Waffe, so einen Raketenwerfer. Nee, egal. Legenden werden darüber geschrieben werden. Jetzt bin ich wieder dran und wir fangen wieder ganz von vorne an. Herzlich willkommen zu Dead Cells. Herzlich willkommen zu Dead Cells. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es wird eine ganz tolle Folge heute werden. Oh, das gibt's doch nicht. Endlich wieder. Mir tut der Kopf jetzt noch weh vor Wut von der letzten Folge. Vor reiner Wut. Wie immer drücke ich diese Scheiße hier im Buch. Oh, das gibt es nicht. Wir waren in der Brennerei. Und die Brennerei war den ersten Besuch. Ach, guck an. Ich könnte einfach kotzen. Das Spiel hat plötzlich seine Mechanik geändert. Es wurde zum Ballerspiel. Ich habe mich auf ein Roguelike-Nahkampf-Action-RPG eingestellt. Und dann ist es. Naja, du kannst es jetzt besser machen. Du hast jetzt die Spartaner-Sandale. Die Spartaner-Schuhe. Ja. Endlich haben wir die Spartaner-Schuhe. Jetzt zeig mal, was die können. Ich habe noch nie gespielt. Oh, ich habe echt das ganz große Bedürfnis, irgendwas kaputt zu schlagen gerade. Kennst du das? Das habe ich täglich. Alter, hier ist kein Licht. Ja, genau, eine verfluchte Schatztruhe. Vielen Dank für das Angebot. Das war einfach keine gute Idee. Mach doch mal auf. Nee, was denn? Ich mach doch nicht die verfluchte Schatztruhe. Aber der Fluch ist doch erst, wenn du das Item nimmst. Nee. Doch, nein. Doch. Wenn du sie öffnest. Nein. 100%. Natürlich, schwör's dir. Nein, der Fluch ist du jetzt. Der Fluch ist erst. Ich spiel weiter und du. Ich bin mir 100%ig sicher. Ich glaube, wenn du da reinpackst und sie öffnest. Nein, erst wenn du das Item nimmst. Das wäre doch, dann wäre das ja keine Lotterie, dann wäre das ja ein strategisch planbares Glücksspiel. Nee, du quatschst mich in die ganzen neuen Sachen rein. Ey, wirklich, dass ich auf dich höre, das ist einfach.
Ich habe so oft gute Erfahrungen gemacht im Let's Play mit dir in diesem, ja? Und jetzt reißt du alles wieder ein mit dem Kopf, mit dem Arsch. Das ganze Vertrauen, all das, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, man kann. Ede ist doch eigentlich doch ganz nett. Alter! Uiuiuiui! Ey, dieser Level ist die absolute Pest. Aua, meine Schulter! Alles okay? Ja, es geht. Ich habe gerade ich habe arge Schulterprobleme. Ich habe tatsächlich einen MRT-Besuch dazu auch. Ich habe gerade eine unvorsichtige Bewegung gemacht. Was ist mit deiner Schulter? Nichts. Das weiß ich noch nicht, deswegen muss ich in die Röhre. Ach, du warst noch gar nicht da? Nee, ich war noch nicht da. Ich habe jetzt in wenigen Tagen. Ich habe gerade eine unvorsichtige Bewegung in einen Bereich gemacht, der endet mit extremem Schmerz. Dieses. Kannst du mir das Pad noch reichen? Alter. Das war. Es ist wirklich der Schulterschmerz, der dich jetzt so. Nee, es ist aber auch die Wut. Du. Nein, du machst es nicht. Ja, du kannst doch bitte die Wand auf. Ey. Alles, was man sich aufbaut, geht kaputt. Weil du mich reingequatscht hast. Ich? Ja! Ich wäre nie dahergegangen. Ich wäre den regulären Weg gegangen. Ich werde dich jetzt. Ach, du machst es ja eh nicht. Im Gegensatz, ich gehe ja immer so wie so ein. Ich bin so eher der Hund, weißt du? Ich bin immer an das Gute glaubt. Ich glaube, das Herrchen meint es gut mit einem. Du hast gesagt, ich fühle mich overpowered. Und du bist nämlich die räudige Katze, die sagt, ja klar. Natürlich. Lauf einfach über die Autobahn. Die Autos tun nichts, die halten für dich. Das bist du. Nee. Was denn? Ich schaff doch eh nicht eine Bosszelle. Nicht machen. Ist doch Quatsch. Wir wollen doch die Bosszelle. Deswegen ich schaff doch keine Bosszelle. Natürlich machst du. Also, jetzt raste ich aber gleich aus. Wenn du jetzt irgendwie dir das Leben leicht machst mit strategischem Quatsch. Also, wir sind noch nicht so weit. Mach erst mal das Abi, junger Mann. Und dann kannst du dir überlegen, welchen Beruf du wählst. Ey, und du kriegst jetzt das Premium-Equipment. Bratpfanne plus Schnellfeuerbogen. Ich glaube, aber ist die Bratpfanne besser als das? Als das rostige Schwert? Ich glaube nicht. Grillpfanne? Ey, das rostige Schwert ist scheiße. Naja, immerhin ist es schnell. Das ist die Startwaffe, wenn du noch nie eine Waffe gesehen hast, ist das die Waffe, die du bekommst. Nimm's mal mit. Man weiß ja nicht. Boah, ich raste gleich aus. Ich bin sowas von unschuldig. Dein Hass. Ey, diese ich hätte doch den Bossgegner mit links gelegt. Nee. Du hast doch schon beim ersten Bossgegner gestruggelt mit deinem Kack-Equipment. Ja, aber mit guter Spielweise habe ich das ja hingekriegt. Hier war ich mit schlechtem Equipment und guter. Ja. Also in jedem Fall war der Level zu hart. Also gute Spielweise lässt sich aber jetzt ja wirklich. Herrschaftlich. So, und ich will jetzt aber hier 30 Gegner von dir sehen, ohne Schaden zu nehmen, damit wir wenigstens die Seelenpunkte bekommen. Guck mal, wie geil die Pfanne ist. Ich denke, das war vermeidbar, dass du gerade gestorben bist, aufgrund der Spielweise. Nee. Glaube ich schon. Und du hast. Ach, das ist ja unverständlich. Wenn du natürlich alle Gegner immer ewig leben lässt, bis sie dir irgendwann auch aufs Maul hauen, dann ist es selber schon. Du hast im Internet recherchiert, während du nicht gesehen hast, was die Gegner für Attacken haben. Ja, aber ich habe davor schon genug gesehen. Du die Dicken machst eine Eisgranate, die haben noch einen Strich Energie und du ziehst dich zurück, anstatt sie zu finishen. Ja, und dann kommen die Angriffe von denen. Wenn du sie gekillt hättest, wäre kein Angriff mehr gekommen. Ach, in deiner Welt ist das alles so einfach. Ja. Du glaubst auch wirklich noch an das Einfache, ne? Im Leben. Diese Naivität, die wird dir jetzt beim Bossgegner hier ausgetrieben werden. Mann, ey. Und du hast jetzt die geile Bratpfanne. Eine der mächtigsten Waffen im Spiel. 14 Gegner hast du. Ich möchte dich auf meiner Seite haben. Ich hab dich noch. Ich muss ein bisschen auch darüber hinwegkommen, dass du mich gerade echt tricked into dead. Ja, komm, das könntest du natürlich jetzt mutig, wie du bist, kaputt hauen. Wenn du die Bombe möchtest. Curse. Ja, aber nur für 10 Gegner. Das ist doch für dich nichts. Du bist einfach der Teufel. Das ist dass du mir jetzt einen Curse geben willst. Im ersten Level.
zu sagen, das ich ein Treffer, du willst nur das Pad wieder haben. Nein, überhaupt hier. Nicht. Also oh. auch, aber es hat damit in dem Fall nichts zu tun. Ich hasse dieses Level, hier sterbe ich immer. Das stimmt nicht. Du bist auch in anderen Leveln immer gestorben. Sind. Wo denn? Wo denn? Ah, guck mal, das mit dem Rollen hast du das auch richtig verinnerlicht, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, alles, was du heute sagst, ist irgendwie mit. Nein! Wieso darf ich denn nicht? Ich biege langsam wieder auf die Straße der Harmonie ein. Naja, gut. Geistig. Und das versuche ich jetzt mit den Komplimenten einfach nutzbar zu machen. Wenn verdient. Du weißt, ich spare nicht mit Komplimenten, wenn verdient. Mhm. Also jedes Mal, wenn du schweigst, ist es auch verdient. Dann heißt, dass es besser geht. Genau das heißt es, ja. Aber das heißt nicht, dass es schlecht war. Also ist halt die Frage, geht es nicht immer besser? Ja. Das stimmt. Ach, das ist ja auch gut. Nee, Runen sieht man ja immer. Ach ja. Wenn da was wäre. Okay, ich denke, du hast gegoogelt. Wieso sagst du es denn dann nicht? Weil ich nicht sicher. Es ist nicht in dem Wiki, wo ich also geschaut habe hier, ist nicht ganz klar, was die Verbindung ist. Deswegen wollte ich mich erstmal. Ja, und dann hörst du auf zu googeln? Ja. Wenn du das Ergebnis nicht 100% Ja, weil ich weiß, dass du auf dem Weg bist. Na, wir gucken, wenn es den Zugang hier gibt. Vertrau mir. Guck mal, das kriegst du eine geilere Bärenfalle. Schön voller Energie. Ja, ich weiß, was du. Aber ich will dir nur einen Gedanken noch geben. Denk daran, dass du noch nicht ein einziges Heilding verbraucht hast. Und Kohle brauch. Ja, es wären 280 gewesen, die du. Ich sag mal, so eine angenippelte Flasche kannst du nicht verkaufen, ne? Ist ja vollkommen recht. Ja. Ist recht nicht. Aber hey, in diesen Zeiten. Wer bin ich schon, der dir sagt, dass du gleich in der Zwischenwelt bist und nicht genug Kohle hast, um alle Qualitätsstufen abzugraden? Diese Gehässigkeit seit deinem letzten Tod. Nein, aber du musst verstehen, dass man. Es ist eine Gehässigkeit da, das kann man nicht verleugnen. Manchmal muss Kritik aber auch mit einer gewissen Salzigkeit verbunden sein, damit sie ankommt. Das kannst du doch sicherlich verstehen. Ich lasse mich nicht ein auf diesen Schlagabtausch. Ich bleib weiterhin höflich und zuvorkommend. Ja, du bist reifer geworden über die Jahre. Oder müder. Eins von beiden. Der Hass richtet sich mehr nach innen. Ja, ja. Ich habe so viel gehasst, ich habe keine Power mehr. Fantastic. Ja, das ist top. Ein Level noch, dann ist Bosszeit. Es kann sein, dass wir nächste Woche schon Geschichte schreiben. Ich wäre sehr froh, wenn ich die Ehre hätte, dass mir das zuteil kommt. Ja, hat Spaß gemacht. Guter Bild bislang. Ja. Ich glaube, da kann man was mit anfangen. Also sehr schön gut. Alles auf lila und so weiter. Ich bin gespannt. Nächste Folge geht's weiter. Vielleicht dann mit dem famosen Finale. Auch nochmal vielen Dank an eure zahlreichen Tipps, wie immer. Die sind wirklich gern gelesen, gern gesehen. Ihr müsst nur ein bisschen auch uns nachsehen. Wir haben ja auch so unsere eigene Spielweise. Und da ist man vielleicht nicht immer überzeugt, wenn man selber hunderte Stunden hat, dass das gut oder schlecht ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Bestärkt uns darin. So weiter zu spielen, wie wir. Also der Tipp, den ich am häufigsten gelesen habe, ist, du sollst die Fiolen auffüllen und dich nicht heilen damit. Ja, entschuldige mal, dass ich diesen Fehler vielleicht zweimal gemacht habe. Sorry. Ja, ich kenne mich schuldig. Toll, und was wir auch nicht machen sollten, ist dieses, das scheint so eher so der Noob-Perk zu sein, diese Leben zurückbekommen. Ja, und es stimmt auch, es bringt kaum Lebensenergie. Ich wollte ihn gerade ändern, aber ich habe jetzt nicht mehr genug Geld dafür. Ach, das hast du gerade ausgegeben, um wieder mal blind zu würfeln, ne? Ja, das war ja überhaupt nicht geplant, das Blindwürfeln. Wir können jetzt hier schon zum letzten Level gehen. War auch nicht geplant, die Fiolen nicht aufzufüllen. Also deswegen so viel zu den Plänen, so ist das halt manchmal, ne? Ja, es ist ein Unterschied, ob man die falsche Taste drückt oder einfach gar nicht merkt, was man da tut, finde ich. Du meinst, also ob man qualitativ... Ist das Versagen? Ob man bewusst einen Fehler macht oder unbewusst? Ja, ich finde einfach, Versagen ist nicht gleich Versagen. Es gibt da schon Abstufungen und Grauzonen und. Also. Ah, ich verstehe schon. Du willst also quasi sagen. Nein, ich will gar nicht sagen. Dumme Fahrlässigkeit einfach weniger schlimm ist als eine kleine Schlamperei. Naja, einmal einen falschen Knopf gedrückt zu haben, das passiert dann. Das stimmt. Sorry, Schatz, unser Ersparnis ist weg. Wichtigste im Nexus. Ja, ja. Ich wollte, dass der nigerianische Prinz mir Geld überweist. Jetzt habe ich ihm Geld. Oh, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich hab dich trotzdem lieb. So, jetzt guck erstmal, was hier abgeht, nämlich einiges. Und ich sehe schon einen halb geleerten Energiebalken. Alter.
Alter, was ja, du wolltest es gerade verkaufen. Was, ey. Du bist mich doch verarscht! Du mich doch voll laberst! Ach komm! Ach komm! Das ganze Let's Play basiert darauf, dass wir uns gegenseitig voll... Du laberst mich ja mal gerade, ich hab noch nicht mal einmal einen Knopf. Das ist doch nicht wahr! Du mich hier schon, ey, die Leute, die gewartet haben. Ich geh wieder und nach jetzt, Hause. Ey, ganz ehrlich, das ist doch ein... Was war das denn? Hat dich das geistig so gefordert, dass du... Ach, das... Ach, das bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, was macht der denn da? So, das habe ich nicht mal Geld. Guck mal. Ja, 527, ey. Das war nicht gut. Das muss ich einfach mal so sagen, falls du es noch nicht selber... Du solltest dich zu Recht jetzt selbst geißeln. So. Was war das denn? Das ist ja schlimmer, als du mich in die marode Brennerei gelockt hast. Ede, man kann nicht immer nur gewinnen. Du weißt das doch. Also, wer ist es besser als du? Schön. So, sorry. Jetzt konzentriere ich mich wieder. Wo hatten wir drüber gesprochen? Genau. Darüber, dass wir beide Fehler machen und es einfach gerade nicht gut war. Ich will dich da jetzt nicht noch schämen, aber. So schweigsam kenne ich dich nicht. Das macht mir langsam ein bisschen Angst. Was ist los? Ich kann gerade nicht reden. Das ist aber eine eher ungewöhnliche Situation. Ja, die kommt aber in ganz besonderen Ausnahmefällen vor. Da muss man. Ach, guck mal, jetzt habe ich deswegen. Ach, du meinst. Auch dir zuliebe gerade ein bisschen Schaden genommen. Man nimmt Schaden, wenn man sich in irgendwelche Diskussionen verstricken lässt. Aber du doch, ich meine, du bist doch so erfahren, dass die Situation. Nein, nein, da ist. Oh, da war eine Rune, ja. So, komm. Aber du weißt doch, deine Niederlage ist meine Niederlage, dein Sieg ist mein. Nee, 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 nee. Was ist das, das denn? Bist du jetzt neu? Ganz klar provoziert von dir, diesen Untergang. Oh, doch, ich hab dich getrickt in. Ja, aber du wusstest doch, dass das hier eine ganz teuflische Todeszone ist. Anstatt Tipps zu geben, hast du mich. Abgelenkt, meinst du? Nicht nur abgelenkt, sondern. Doch, pass mal auf, ich bin jetzt. Weißt du, was ich mache? Warum? Darum. Weil ich glaube, ich werde nicht sterben. Und wenn ich sterbe, dann will ich nicht schuld sein daran, dass du jetzt dich die ganze Woche auf das Joypad, auf den Controller, Entschuldigung, gefreut hast und ihn noch nicht nehmen darfst. Das will ich nicht. Ey, wir hatten plus 16 Equipment im letzten Level. Das stimmt. Aber nein, dir war es wichtiger, da noch mal ein paar Spitzen zu setzen. Oh. Von wegen nigerianischer Prinz. Natürlich! Also, das ist doch, ich meine, das ist dein A-Game, Spitzen setzen, das weiß ich doch. Sonst hätte ich das doch nicht gemacht. Das stimmt überhaupt nicht. Wann setze ich in diesem Spiel Spitzen gegen dich? Ich gebe dir dauernd Tipps, wie du besser spielen kannst. Nein, allgemein halt, einfach zu sagen, ja, komm, lass uns das allgemein auflockern. Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob man, nein, das ist doch ein Unterschied, ob man irgendwie im Training ist oder ab Spieltag ist. Und man auf dem Feld abliefern muss. Also, wenn du die Sensibilität nicht hast, das zu unterscheiden, dann zweifle ich an deiner Erfahrung. Jetzt geht's aber los hier. Das ist natürlich gut, dann muss ich mich im großen Stil dafür entschuldigen und hoffen, dass ich gleich sterbe. Mit gutem Wissen? Ja. Guck mal, mit gutem Gewissen kann ich ja kaum weiterspielen jetzt hier. Naja. Nee, ist doch so, ist doch so. Ja, ich habe jetzt auch nichts davon, wenn ich wieder von vorne anfangen muss. Ja, aber du hast die einmalige Chance genommen, das Spiel durchzuspielen. Das ist allein deine Schuld. So, ich bin gestorben. Ah. Ja, weil du den Fluch gemacht hast. Ja, klar. Dann kann ich da nichts für. Nein, ich habe mich jetzt auch nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich war zu involved in das. Dann nehme ich jetzt. Warst du auch wirklich? Ja, deswegen. Weil, wenn jemand dich nämlich vollschwätzt mit Sachen, die dich emotional mitreißen, dann ist vielleicht ein Teil der Aufmerksamkeit nicht mehr beim Gegner. So war's, hab ich gar nicht. Ja, nur, dass das das Level 1 ist mit Easy-Gegnern. Ja, tut mir leid, es war. Und nicht das letzte Level mit 17 Gegnern. Ja. Die durch die Wände schlagen. Ich hab's vorher nicht gewusst, aber jetzt gerade habe ich es gespürt, wie sehr mich das eingeschränkt hat, gut zu spielen. Ja, du deswegen machst dich wieder lächerlich dabei. Hast du den Beweis selber angetreten? Ja, habe ich gerade. Ich geb's doch zu. Ja, aber du sagst es trotzdem mit suffisanter Zunge. Nein! Doch. Du kennst mich. Suffisante Zunge ist das, was überhaupt mir ermöglicht, diesen Job. Ich nehme auch den nächsten Fluch. Ich will das Pad auch nicht mehr. Das stimmt nicht. Ich geh zum Sonderhändler und nehme drei Flüche. Wir nehmen jetzt da hier. Nimm ihn. Hau kaputt. So. Ohne Scheiß, im ersten Level. Ich hab's dir doch gepredigt, die letzte Sendung. Das ist schon die Bombe. So, guck mal, nur noch 9. Guck dir das Schwert an. Mir scheißegal. Oh, und der jeden Fluch, den ich finde, nehme ich jetzt. Ja, mach das. Also zumindest im ersten Level, das ist doch cool.
Du kriegst richtig, hast auch geile Belohnung dafür bekommen jetzt. Aber jetzt sag bitte, sonst krieg ich wieder den Hate in den Comments. Was? Dass du jetzt nicht absichtlich, weil ich jetzt rumgeschimpft hab, nein, dich umgebracht hab. Das war, ich habe nie verlangt, dass du den Fluch aufnimmst und jetzt eine schnelle Partie machst. Hast du nicht verlangt. Du hast weder das eine verlangt noch das andere. Einzige, was ich sage, ist, dass komplett deine Schuld war, dass ich gestorben bin. Ja. Gut. Und das, nur, wir haben noch beiden zusammengefasst. Wir haben in also, auch wenn es jetzt wieder leicht so viel Sand lächelnd rüberkommt, aber in beiden Fällen haben wir Konsens. Und wir haben in beiden Fällen dafür gesorgt, dass der andere, können wir uns darauf einigen, dass der andere nicht sein bestes Spiel abliefern konnte. Das stimmt, aber du weißt doch, es ist kein Schaden, okay, keine Entschädigung. Na gut. Dann ja, habe ich dich jetzt auch wieder lieb. So, das ist doch schön. Wir haben uns doch beide darauf gefreut. Ja. Guck mal, du bist jetzt mutig. Du weißt, was passiert, wenn du sowas sagst. Ja, ich bin auch nicht. Ich war schon mal an dem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß genau, wie ich dich supporten kann. Du weißt es ja auch. Mich eher kritisieren, nicht loben, dann werde ich schlecht. Bei dir war das, glaube ich, andersrum, ne? Du bist jemand, der aufgebaut werden möchte. Ich muss aufgebaut werden, ja. Das ist richtig, weil Selbsthass ist schon genug vorhanden. Da kann man eigentlich auch kaum noch was. Oh. Ein Gegner, glaube ich, war's. Was ist los? Wir haben beide gedacht, ey, wir gehen straight Boss durch. Was machen wir jetzt mit dem gebrauchten Tag? Oh Gott, oh Gott. Okay, aber ich halte mich an die selbst auferlegte Regel. Die besagt. Die verfickten Schildtypen, ey. Ja. Leckofant. Das Problem ist, dass ich spiele ein bisschen vorsichtig, wie du merkst. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, aber einfach in diesem Fall, weil meine Hauptwaffe sehr langsam ist. Da, hier, bis sie schlägt. Ich erinnere mich. Ach, fick doch, genau das ist das! Warum habe ich gerade gesprochen? Warum hast du mich nicht abgelenkt? Da könnte ich dir jetzt die Schuld geben. Ernsthaft? Ich lass den Spruch, den ich gerade bringe. Komm, hau raus. Ich meine, ich erinnere mich, wie offensiv du immer gespielt hast mit den schnellen Waffen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist der Colin von gestern. Ich habe meine Spielweise komplett deinen Wünschen untergeordnet. Colin von morgen, den kenne ich ja noch nicht. Ja, der ist aber auch. Da gibt's noch keinen Termin. So, wird verkauft hier, Doppeldolche. Nee. Toll. Ich bin grün. Die Feelgood-Waffen gehen weg hier. Ich mache es mit dem schweren Gerät und. Guck mal, was ich jetzt mache. Aber wofür? Für eine lila? Ja, nein, dafür. Weil ich eben ausgesprochen habe, wie risikofreudig wir werden wollen. Ja, dann könnte ich natürlich einfach nur den. Das macht ja keinen Sinn, den Fluch zu nehmen, nur des Fluches wegen. Ich verkaufe. Ich hole mir jetzt gleich die grüne. Ist mir scheißegal. Nicht so viel nachdenken, das hast du mich gelehrt. So, aber natürlich noch abgrasen. Aber ich habe das nie so explizit gesagt. Einfach nur durch Leben. Durch Vorleben habe ich dich das gelehrt. Mensch, Sohnemann, nicht so viel nachdenken. Einfach mal über die Straße gehen. Guck deinen Vater an. Was soll passieren? Weißt du dich, als ich damals dieses kaputte Auto gekauft habe? Und ich sitze heute noch hier. Ja, du sitzt heute noch hier, Papa. Ich weiß, ihr habt euch was anderes vorgestellt. Ihr habt eingeschaltet und dachte, wir zocken es durch. Eine Minute später standen wir bei null. Fünf Minuten später standen wir zwei weitere Male bei null. Exakt. Das ist alles ist nicht erfreulich, aber. Ja, gut, aber ich glaube, wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass sich niemand zuguckt, weil er Skill sehen will. Fünf noch. Okay. Ich weiß, ich hätte die Tür aufschlagen können. Aber ich habe dir schon mal meine Einstellung zu fremden Inventar. Rede doch bitte nicht. Ja, was soll denn passieren? Jetzt ist hundertprozentig tot. Das war der Jinx. Okay, noch ein. Keiner kann was gegen machen. Was soll denn passieren? Bevor ich runtergehe, gucke ich jetzt mal, dass ich auf dieser Ebene. Ah, das ist natürlich. Nee, ich muss runter. Das letzte Wort. Nee. Keine was Geschicklichkeitsangst. Was soll denn passieren? Fehler macht Spaß. Aber im Rucksack ist das Breitschwert macht mehr Schaden. Nee, der Fehler macht doch. Guck mal, das Breitschwert macht 936. Ja. Und das macht 777. Aber. Nee, komm. Der ist halt Fehler machen wir. Nee, komm, nächstes Mal Fehler. Jetzt. Ich hab hier gar nichts mehr. Du hast vor einer Minute gesagt, das ist dein Let's Play. Das ist dein Let's Play. Und jetzt beklagst du dich darüber. Wir machen jetzt Schluss. So. Nee. Ich hab schon versprochen, dass wir den Bossgegner jetzt noch schnell machen. Tut mir leid, es ist, ja, zu Recht fühlen sie sich bestens unterhalten, unsere drei Freunde aus der Karte. Ja, dann mach doch, ich esse jetzt meine. So, pass auf, ich möchte jetzt keinen Fehler machen. Das wäre gerade. Warum habe ich das? Das kommt.
Man weiß nicht, woran man sich bei dir orientieren soll. Biegt rechts ab. Nein, ich habe gesagt, du sollst bremsen. Oh, was ist das denn für kleine Köstlichkeiten? Das sind schöne Pizzabrötchen mit Käseschinken. Das Geräusch. Dafür gibt's Applaus. Das, Regie war auch schon mal anspruchsvoller, ne? Also, die Regie hat Hunger. Das verstehe ich. So. Wir können auch mal einmal gucken, ob es irgendwas ist. Brennende Spur ist gut. Ich liebe dieses Geräusch. Ja, ich auch. Ich finde es super. Wer liebt es nicht? Warum soll ich denn überhaupt mich noch bewegen? Ja, komm. Oh, vielleicht schaffst du den Perfect. Nee. Nee. Sag doch sowas nicht! Sorry. Ich dachte ja nur, dass. Hier wäre dann Schluss fast gewesen. Tot. Du bist fast tot. Ja, ich weiß, hier wäre jetzt Schluss gewesen. Siehst du? Und das bestärkt mich wieder drin in dieser Taktik, die Umgebung, wenn du solche Sachen machst, erst zu säubern, weil du dich nicht mehr erinnerst. Ja, oder halt nicht aufhören zu spielen, nur weil du aus der Tür raustrittst. Ja, komm. Wenn ich, stell mir vor, ich wäre jetzt verflucht gewesen. Da hätten wir aber hier, da hätten wir aber. Achtung! Wenn es denn später gibt. Oh ja, siehst du mal wieder. Wieso hörst du auf zu spielen, wenn du aus einer Tür rausgehst? Weil ich nicht gewohnt bin, dass da noch Gegner sind. Ey, liebe Regie, wollt ihr uns noch sagen, wie lange die Sendung noch geht? Na. Na, 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 na. Sonst mache ich das hier. Das ist wirklich. Hey, wir haben plötzlich, ey, wir haben die 90er zurück. Wir pitchen gerade hier MTV. Ja, oh geil, wir haben geile Tracks, die neuesten Scores und News of the Rap-Fans. Kennt ihr schon den neuen MC Hammer Track? Checkt das aus. Ach, er tanzt wieder. MC Hammer. Can't touch this. Voll verrückt. Die Crazy Show neu auf MTV. Ist super geil. Das war echt schon, war nicht alles. Okay, jetzt konzentrieren. Das war gerade echt. Du wolltest mich reintricksen, ne? Holt euch fette Beats für euer Handy. Wählt 555 MTV Jealous. Du willst den verrückten Frosch? Dann hol ihn dir. So, drei Schlüssel musst du sammeln. Dann kannst du ein schöner Anfang, den Boss mal rammeln. Ich wollte gerade sagen, es klang wie so in so einem. In mein erstes Pen and Paper. So, du findest eine Scroll, auf der steht. Drei Schlüssel musst du sammeln, bis Isegrim dir offenbart, wo du erst letzte Woche mit deiner Freundin wart. Oh, that's deep, man. Das Liebe ist, wenn so ein Reim einfach nur stattfindet, weil ein Grammatikfehler. Was meinst du, wenn Reime nur zu Ende geführt werden, weil man gesagt hat, wir müssen. Nee, wenn du einfach der Reim nur klappt, wenn du komplett grammatikalisch alle Gesetze überbrückst. Boah, Leckobärchen! Ja, aber das passiert ja leider häufig, wenn man nicht so genau weiß, wenn man ohne Navigation in den Reim startet, sag ich jetzt mal so. Geil, geh mal rein. Also, drei Elite-Gegner sollst du killen. Und danach kannst du beim Endboss chillen. Ich hätte jetzt auf Blutdurst stillen, aber ja, Varianten, beides. Ein Reichtum ermöglicht dir den Kauf von Villen. Ach, guck dir das an, der Brand. Ich dachte, er würde sterben im Brand. Doch erst musst du gewinnen gegen den Supervillen. Oh gewinnen, Villen, das ist schon, das hast du in Frankfurt gelernt. Villen. Das hast du in Frankfurt gelernt. Ich habe vieles in Frankfurt gelernt. Ja. Vor allen Dingen meine Rechtschreibung. Oh, Elite-Time. Oh, bist du gleich tot? Oh! Das ist arrogant. Halt es kaum aus. Ja. Ich weiß, sie wird sich rächen. Aber ich genieße es doch einfach so. Mann, freeze doch die Gegner zuerst, Colin. Ja, wirklich? Vor allem. Ja, ich hab's einfach vergessen, dass diese Taste. Mach es doch einfach bei jedem Gegner. So, so? Ja. Okay, jetzt hier runter? Ja, wenn er unter dir steht, natürlich. Du weißt, dass das Level, wo ich gestorben bin, mit sehr gutem Equipment, ne? Ja, das stimmt. Er freest ihn einfach nicht. So, pass auf. Ja, weil ich unten gepiesackt wurde. Ja, umso besser, wenn dann oben keiner angreifen kann, oder? Ich werde nicht mehr reden jetzt, bis du beim Endboss bist. Doch. Ach, du möchtest sagen, wenn du willst dir nicht den Vorwurf einer möglichen
Ablenkung meiner geistigen Kapazitäten. Meine Oma weg vom Spiel. Immer zu sagen, wenn du nichts Positives sagen kannst, dann halt doch mal die Fresse. Dann halt die verdammte Schnauze, du Hurensohn. Ja. Meine Oma war eine sehr weise Frau. Meine Oma kommt auch aus Frankfurt. Ach, da ist ja mein liebster Hurensohn wieder. Meine Oma, du alte Schlampe, na? Wie ist es? Man kommt zu Oma. Boah, Oma, hast du gesoffen oder bist du schon tot? Was stinkt das hier so? Du stinkst wieder wie die Kuh aus dem Arsch, ey. Ich hab dir doch gesagt, wenn du es nicht hinkriegst mit der Dusche, ruf jemand an, aber nicht mich. Ne? 911, ey. Kann nicht so schwer sein. Aber ich bin doch nicht. Ja, komm, lohnt sich schon. Ja, komm. Ach, der Ede ist mein liebster Enkel. Aber für den Wodka reicht's noch, ne? Ich weiß, wer jetzt hier eine Flasche Schnaps gewünscht hat. Na komm. Na komm. Hier, pass auf. Nein! Falsche Taste. Alter. Ich wollte es dir endlich mal zeigen, diesen geilen Ding. Und drücke die falsche Taste. Oben ist noch eine Hähnchenkeule. Okay. Alter, Leckofant. Okay. Ich wäre jetzt, ohne mit dir zu sprechen, wäre ich nach Hause gefahren. Ja. Das kannst du aber glauben. Das kann ich verstehen. Ich wäre auch nach Hause gegangen, ohne mit mir zu sprechen. Leckobär. Ich habe gestern, ich weiß, ich habe es auch getwittert, weiß ich, ob es gesehen hast. Ich habe gestern Schach gespielt im Stream. Ne? Und es war wieder eine typische Eddie-Situation. Sowas passiert auch immer nur mir. Ich sitze da und während ich spiele, erkläre ich so, was sagt die Grundlinie matt was? Nein. Wenn dein König quasi unten nirgendwo mehr hin kann und einer dann einen Turm oder eine Dame unten spielt und dann bist du schachmatt, weil der König nirgendwo mehr ausweichen kann. Und ich erkläre noch so, ich habe haushoch geführt in dieser Partie. Es war eigentlich schon, der hätte auch aufgeben können, der Gegner, hat aber noch weitergespielt. Ich musste ihn eigentlich nur noch matt setzen. Und dann fange ich an zu sagen, ja, man muss in solchen Situationen, wenn man Haus hochführt, muss man aufpassen, dass man da nicht einen Grundlinienmatt kriegt. So wie ich da unten gerade stehe, ist das leicht zu passieren, aber deshalb werde ich ihm jetzt hier den Turm erstmal schlagen. Schlag seinen Turm, er schlägt meinen Turm mit seiner Dame und ich mache irgendwas anderes und er zieht mir der Dame runter und macht mich Grundlinienmatt. Und es ist exakt das eingetreten, ja, was ich 5 Sekunden vorher erklärt habe, worauf man achten soll. Und verliere diese Partie, die ich eigentlich schon längst gewonnen hatte. Und ich habe danach den Stream beendet, weil ich war nicht mehr in der Lage, gescheit zu reden oder zu denken. Ja, das ist ja auch klar, dass das, aber das, ich meine, das sind die besten Videos, ne? Also im Nachhinein ist das die lustigsten Momente. Das muss man ja nochmal sagen. Aber ich war so sauer. Ich habe locker noch eine halbe Stunde nach dem Stream gebraucht, um das zu verdauen. Das verstehe ich. Und das Schlimme ist, man kann ja auch niemand anderen außer sich selbst verantwortlich machen. Ja. Nicht so wie du bei der Arbeit, wo du einfach ja eine Herrscher an Untergebenen hast, denen du ständig irgendwas unterstellen kannst. Was? Der Mann mit der Krone? Könnte Schredder sein? Schredder! Was wollt ihr durchlaufen? Ja! Rocksteady und Schredder! Boah, ich bin echt aufgeregt. Let's go! Gibt's noch irgendwelche Tipps? Ich leg den Schalter um. Weißt du, was wirklich einfach wenig Schönes in diesem Sound, das muss ich sagen. Gibt's irgendwelche Tipps? Hast du noch Tipps? Hast du jetzt noch irgendwie Killen? Ja, du musst ihm halt ausweichen, keine Ahnung. Du hast ihn doch schon mal bekämpft. Ja, aber nicht erfolgreich. Nicht in die Stacheln reinfallen. Ja, das ist scheiße. Wenn er die zweite Ebene zaubert, also er zaubert dann oben noch eine Plattform, auf jeden Fall oben drauf. Die Elite-Gegner als erstes killen. Bärenfalle nicht vergessen. Ja. Und es ist gar nicht so leicht, sich zu heilen bei dem. Man sollte es rechtzeitig heilen, ab der Hälfte auf jeden Fall. Weil der echt ständig Druck macht. Oh, siehst du? Oh Gott, wie krass die reinhaut, ey. Die Bärenfalle allein. Oh. Und gerne mal wegrollen auch. Du hast ja auch. Jetzt kommt die zweite Ebene. Und schießt die alle platt, genau. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, doch eigentlich sich zu heilen, oder? Einmal kurz überlegen, lass mal einmal nachdenken. Freeze. Ist es jetzt gut zu heilen? Ja. Weil jetzt diskutier doch nicht so viel mit mir. Doch. So, und dann freeze und kill. So, und freeze und kill und Bärenfalle und kill. Du musst Damage machen.
war das? Das ist scheiße! Jetzt musst du dich heilen. Ja, gut. Rollen. Ja, und schieß, 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 schieß. Bärenfalle und heilen, ja. Okay. Digga, schieß doch mal in die richtige Richtung! Ja! So, er schießt. Die schießen jetzt. Jetzt heile ich mich. Alter Verwalter. Priest. Was denn? Bärenfalle. Projektile, ja, genau. Sehr schön. Diese Scheiße! Durchrollen dann. Wenn er zu nah ist, ja. Rollen, rollen, rollen. Bärenfalle. Rollen. Ja, rollen nach links. Ja, und schieß. Ah, das war super schlecht. Was war denn da los gerade? Dass ich beim auf die obere Ebene bei dem Gegner killen, da habe ich von der vollen Füllung 2/3. Oh, Leute. Danke, dass du es machst, dann müssen es meine Zähne nicht tun. Es ist wirklich. Ach Mann, jetzt sind wir da, wo wir beide nie sein wollten. Das ist doch scheiße. Wieso ist denn der so schwer? Warum sind da Pits? Warum sind da diese scheiß Stachelbecken? Das ist doch scheiße, was soll das denn? Das ist unfair. Ich komme doch auch nicht mit. Ja, gut, ich komme schon mit ein paar Hilfsmitteln an. Aber. Ach, leck mich doch am Damm, ey. Du hast das geile Equipment: den super Bogen und den geilen Nagel. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hatte mir so viel versprochen. Würdest du sagen, wo waren die Fehler? Ja, also erstmal hat er mich eliminiert. Die Fehler lagen, ich glaube, ich hätte noch mehr freezen müssen, weil das hat doch mehr gebracht als gedacht. Aber ich kann auch die Attacken nicht gut genug lesen, noch nicht. Dieses, ich habe ja irgendwann das mit dem Stampfen dann ein, zwei Mal gut gemacht, wo diese Bodenstacheln dann kommen. Aber dieses, er wuscht dann durch, drückt dich in die Scheiße rein da, ey, leck mich. Am Ende des Tages ist wichtig, dass du jetzt nach Hause fährst und weißt, es war nicht meine Schuld. Also meine. Ja. Es war deine Schuld. Ja, darauf können wir uns einigen. In diesem Sinne, bis zum nächsten. Hey, herzlich willkommen zu Knallhart durchgenommen. Das ist eigentlich kein Knallhart durchgenommen. Aber wir nehmen es knallhart durch. Aber wir nehmen es knallhart durch, denn Colin ist auf dem Weg zur Hand des Königs. Und ich sage euch, ich prophezeue euch in dieser Folge, ihr seid live dabei, wenn Colin dieses Spiel durchzockt. Und wenn er es nicht schafft, seid ihr zu Recht alle von ihm enttäuscht. Oder? Du hast der Druck zu hoch? No pressure gesagt. No pressure. Cool. The stakes are high, but so am I. Naja, was soll schon passieren? Gut, wir haben jetzt ein komplett neues Gebiet, das wir nicht kennen. Wir sind übrigens auch erst in Level 3, ja? Also in Stufen Level 3, weil du schon von der Hand des Königs. Du hast schon sehr. Also, aber das ist so, als ob du bei 3 Richtigen im Lotto sagst, komm, die 6 machen wir jetzt auch noch voll. Ja, aber du merkst einfach, verdammt, heute ist der Tag. Und ich merke das, ich spüre es in mir, du hast so geiles Equipment. Du bist im Flow, du hast Bock, du hast hier diese geile Keule mit dem. Ich weiß schon wieder nicht, wie die heißt, die Feuerstein 4. Plus, plus. So, also, das, wenn jetzt nicht, dann liegt es aber auch wirklich an dir. Das ist schön. Damit machst du es auf jeden Fall besser gemacht. Ja, komm, jetzt ist A-Game Eddie am Start. Es kommt noch mal so ein Boss übrigens. Ja, aber guck mal, es kommen auch noch Scrolls. Und es kommt. Lord Skillerlord hat sich angemeldet. Oh. Warst das bisher du? Oh Gott, die schlechten Motivationsversuche. Hey, komm! Ich gebe mir wirklich redlich Mühe im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Sehr schön. Ja, man muss seine Utilities wirklich auch richtig immer benutzen. Ich hab die falsche Taste gedrückt, Mann. Oh. Stopp! Hab ich gar nicht mitbekommen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So schlecht, ey. Ich hab die falsche Taste. Warum ist bei Nintendo Pads X und Y vertauscht und bei Xbox Pads? Das macht keinen Sinn. Ich spiele halt normalerweise auf der Switch, hab eben auf Y geguckt. Ich weiß, es ist die gleiche Stelle, aber sie heißen nun mal anders. Ja, ich habe das mit BA gerne mal. Was soll das? Was ist das für ein Quatsch, den die da machen? Warum? Nicht ärgern, konzentrieren. Eis, Eis. Es war viel Schönes dabei. Gräm dich nicht. Oder, ach, was sagt man jetzt richtig? Am besten, ich sag gar nichts. Sag einfach nichts. Nee, ich sag jetzt nichts. Ich sag nichts. Das finde ich besser. So. Colin, das Alter, wird der Run. Schön. Ja, nee, komm, das wird scheiße. Nee, das wird der Run. Ich gratuliere dir jetzt schon zum Durchspielen. Tschüss, das war's bis zum nächsten Mal. Wie fandet ihr Colin? Wir müssen das gar nicht mehr zeigen. Wir wissen beide, dass es nicht passiert. Jetzt hör auf, mich mit. Die Stunde einfach sparen. Wir können was lernen. Gitarre, ein paar neue Akkorde. D. Lass uns jetzt nicht noch angucken, wie der Colin jetzt hier durch. Pass mal auf jetzt, Spiel pass doch auf jetzt wieder. Regiert. Oh, ich liebe es. Guck dir es an. Oh, geil. Friss die doch. Brauchen wir die jetzt schon? 68 das bringt 50. 30% mehr. Es ist ein Treffer, den du mehr hämmerst. Was willst du denn mit den 280 Dollar? Nein! Oh, nein, ich wollte essen! Nein, ich habe darüber jetzt nachgedacht, dass wir 32 bekommen hätten. Jetzt. Geldgier ist einfach. Nein, das war der falsche Tastendruck. Ich habe gedrückt gehalten. So, jetzt laber nicht so viel, spiel jetzt das Spiel. Nein, es sind noch 7 Minuten. Du wirst die Gegner nicht zerreden können, so wie du es mit deinen Mitmenschen machst. Oh, oh. Freeze! Hier ist nichts mit Freezen. Hier musst du leider mit der Shaving-Technik des. Jetzt komme ich da nicht hoch, ey. Ah, siehst du, was der macht? Gift. Komm. Ich weiß, was für ein geiles Gift. Gift! Ich hau ab. Geh ins letzte Level. Die haben gewonnen. Hier war der Teleport, ne? Ja. Tschüss. Wir sind raus. Colin? Ja? Ich sage, heute ist der Tag, an dem wir Dead Cells durchspielen. Und mit wir meine ich vor allem, also zu 99,9% dich. Ja. Du siehst das auch so? Absolut. Guck dir mich an. Ich bin voll. Ich habe bis die letzten voll geistig trainiert. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind kurz vorm Hand of King, vor der Hand des Königs. Und ich glaube, heute werden wir als Sieger aus der Arena treten. Du siehst richtig aus wie Rocky, der gerade irgendwie die Fleischhälften geboxt hat. Du bist durch den Regen, durch den Monsun. Du bist richtig, ich merke das, ich kenne dich ja schon lange, ich merke, da ist schon so eine gewisse, ein Tatendrang aufgeladen mit einer gewissen Aggression. Und die muss jetzt irgendwo raus. Das ist gut. Normalerweise würdest du auf die Bühne gehen und singen und tanzen. Ja. Aber das kannst du jetzt nicht. Und deshalb wäre ich jetzt nicht gerne Gegner in Dead Cells. Stimmt. Und ich bin eigentlich nur von der Bahn hierher gelaufen. Ja. Aber die Geschichte, die du erzählt hast, ist schöner. Also, ab geht's. So gerade, wir müssen heute, wir haben leicht, ihr seht wahrscheinlich an unseren Blickwinkeln schon, dass wir heute technisch auf einen anderen Fernseher gucken. Und ich versuche gerade zu eruieren. Ich habe das Gefühl, es hat ein ganz leichtes Delay. Ich weiß, es ist ein Reizwort für viele da draußen. Wird gerne genommen als Ausrede, auch als Begründung. Es ist nur eine ganz andere Situation, auch vom Blickwinkel. Normalerweise gucke ich ja so hier drauf. Ja, ist also auch das Licht ist natürlich schneller. Also damit auch die Reaktion und alles. Also diesen Meter mehr müssen wir halt einkalkulieren. Das Licht ist schneller? Ja, also das Bild, wie es bei mir ankommt, verarbeitet wird. Also diese Übertragung der Optik. Das ist halt ein weiterer Weg. Das ist ein Meter. Klingt das nach einer verzweifelten Ausrede? Oder klingt das nach was das was weiß ich schlauere nicht. Menschen in wie auch immer geartete. Es klingt Kunden. was ich sagen würde, wenn ich schlecht abschneide. Und ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, wie glaubwürdig das ist, aber ich finde es nicht so eine schlechte Erklärung. Ist nicht schlecht, ne? Weil also wir sind ja hier im Bereich, wo es auf Millisekunden ankommt. Also insofern. Was natürlich mega wäre, sorry, noch einmal kurz dafür, wenn das Sadistenballett, wenn wir das auf. Sadistenballett? Man kennt es. Das habe ich gesagt. Sadistenballett. Sadistenstilett, selbstverständlich. Das glaubt man gar nicht, aber es gibt diverse Leute, die mich kritisieren in den Kommentaren. Was? Wieso? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber die haben tatsächlich gesagt, dass, wenn du
so mit mir sprechen würdest im Let's Play wie ich mit dir, dann wäre aber was los. Siehst du das genauso? Weil also für mich fühlt sich das überhaupt nicht so an. Für mich fühlt sich das an, dass ich gemobbt bin. Ja, so ist das ja manchmal mit der. Ja? Alter, was ist los? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Lass uns. Ich konzentriere mich auf das Spiel, okay? Okay. Ja, wir haben keinen. Wir klären die zwischenmenschlichen Sachen. Du machst hier jetzt plötzlich Themen auf. Ich hatte mir schon gedacht, dass man einen Teil der Konzentration nehmen könnte. Das hat es in diesem Fall in der Tat, ja. Aber es ist auch mal gut gegangen. Aber es ist exakt das, was ich gesagt habe. Dieses Level hat seine Tücken. Nämlich, wenn es zu viel wird. Ach komm, jetzt scheiß drauf. Hey, komm, wir machen jetzt den Boss und dann ist fertig auch. Meine Schulter tut mir schon vor Angst weh. Aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Guck mal hier, zack, 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 ja, die ganze Zeit, hier, die werden die Roll, zack, 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 mach Dings hier. Oh, mal eben schnell hier Schwert mit reinhauen, mach ein bisschen was. Tornado. So sehe ich mich gleich. Und der ist dann tot, hoffentlich bald. Hoffentlich. Aber du schreist nicht schlimm, wenn du es nicht schreist. Ich versuche. Nein. Hauptsache, du schreist nicht schlimm. Ich schreie. Ich habe in meinem Leben noch nie geschrien. Du musst jetzt sowas sagen, Colin, du kannst eigentlich nur gewinnen, auch wenn du verlierst. Colin, hast du gewonnen, weil nein, du gegen ihn antrittst. Ich gehe noch weiter. Du bist schon ein Gewinner. Ja. Okay, jetzt gilt es. Ich fühle mich echt eigentlich ganz gut. Let's go, Colin. Also, viel ausweichen, schnell Schaden machen und Schultertasten nicht vergessen. Du kannst, mir reicht eigentlich, wenn du sagst Schultertaste. So, sowas, weißt du, dass sie wieder scharf sind. Da muss ich nicht darauf achten. Den Rest versuche ich jetzt. Ich sag nur Schultertaste und heilen. Ja, genau. Und heilen, das ist super. Das ist keine Heilung mehr. Jetzt geht's um alles. Wirbelsturm ist ready. Okay. Und Serenade ist auch ready. Diese Scheiße. Rüber, rüber. Oh, nicht Gott, aufregen, Gott. Weiter. Du schaffst es. Wirbelsturm und Serenade zünden L-Tasten, bitte. Ja. Ja. Roll, 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 roll. Ja. Cool bleiben, Stampf, ja, rollen, hoch da, ja, super, und jetzt gib ihm. Rollen, du hast ihn gleich. Rollen, rollen, du hast ihn gleich, er ist gleich weg. Du hast ihn! Ja! Oh ja! Mein Gott, mein Gott! Ja! Ja! Guck dir das an, guck dir das an! Du hast doch zwei Pro. Achtung, Achtung, renn nicht in die Stacheln! Nein, nein, nein! Ich dachte, du bist gestorben, ey. Ich auch! Ich hab nur noch gehämmert auf X. Yes! Was stark. Für ein Wichser. Ganz stark. Dankeschön. Guck dir das an, wie viel Energie du noch hast. Alter. 271, egal was, hätte dich getötet, ey. Und du hast kein Wiederauferstehen. Ja, ja, es hätte nichts mehr. Es wäre das Ende gewesen. Ja, schrecklich gewesen. Gott, war das wieder, das war wieder so knapp, ey. Aber das mit dem Blut und Gift, das hat alles immer so ein bisschen, ne? Wett. Ich hab gesagt, so die beiden sind nicht ready und du hast sie nicht gezündet und ich habe dann erst später gesehen, dass die immer noch nicht gezündet sind, dann hast du sie gezündet zum Schluss. Ja. Das war das Let's Play, erstmal zumindest. Wir werden sicherlich mal zurückkommen und dieses Spiel weiter erforschen, denn hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber jetzt machen wir erstmal eine kreative Schaffenspause. Es ist schön, dass es mit diesem Abschluss geklappt hat. Erst bist du im Urlaub, dann bin ich im Urlaub, dann kommt Elden Ring. Andere Leute werden hier auch noch Sachen zocken. Aber Colin und ich melden uns natürlich zurück. Ja, ich würde auch sagen, wenn ihr vielleicht sogar konkrete Vorschläge habt, man kann ja viel machen mit diesem Spiel. Also, ich glaube, einfach noch ein Run, zweite Bosszelle wäre vielleicht eher ein weniger. Aber hey, auch der ich habe das Gefühl, ich habe immer noch so einen leichten Hunger. Ich sag Hades. Wir nehmen uns Hades vor. Wir nehmen uns als nächstes Hades vor. Ja, also eure Vorschläge sind gern gelesen und gesehen. Wir schauen, ob wir sie berücksichtigen können. Jetzt erstmal durchatmen angesagt. Großartig gespielt. Ich bin stolz auf dich. Danke dir. Aber das hat mir sehr geholfen, deine Erinnerungen an Tipps. Also, es war doch dann am Ende des Tages eine Tandemlösung. Wer hätte das gedacht? In diesem Sinne, wiederschauen. Tschüss, reingehauen. Ja. Das ist automatisch. Ja,